Ja, dann abonniert doch gerne den Kanal. Dann ciao. Ja, Mann, Frau Ostermann, Ash, get it. Das ist gut. Und Posen, das kommt richtig gut rüber. Krass. Ich wusste nicht, dass du so gut auf Bildern aussiehst. Also weißt du, warum du so viel Follower hast? Mega süß, ja, Mann. Ich werd rot. Stanley, hör auf. Klar hat's mich getroffen, wie Cheyenne reagiert hat, als ich meine Liebe gestanden habe. Ja, klar. Aber sie ist in Stanley verliebt und das habe ich jetzt verstanden. Diese Namen, Cheyenne, Stanley. Da muss ich los. Spachtel, Ehre, Digga, Ehre. Entschuldigen und der Fotowettbewerb ist die perfekte Gelegenheit dafür. Mhm. Warum guckt man sowas? Ich habe absolut keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil es einfach sau unterhalten ist, oder? Ja, das ist sehr gut. Genau, einfach einmal da rumlegen. Okay, verstehe. Das ist echt total nett, dass du mir hilfst. Ja, alles gut. Dir. Kein Problem. Ja, weil du mega, weißt, mega nice. Und ich meine, es war natürlich auch dumm, was ich gemacht habe, aber... Ja, ich kann es verstehen. Man macht anscheinend verrückte Dinge aus Liebe. Ja, da habe ich einiges auch schon drüber gelesen. Aber was machst du denn jetzt eigentlich mit dem Fotowettbewerb? Das haben doch schon alle einen Partner. Das ist schon ein Geheimnis, also ich kann es dir nicht genau verraten. Mhm, okay. Das wäre auch super, wenn du niemandem sagst, dass ich wieder hier bin, weil... Jamie, man guckt's nur wegen dir. Georg, nur wegen dir gucke ich das, Digga. Ich hab einfach keinen Bock auf Streit. Ich will... Mach ich natürlich nicht. Ja. Aber ich hab nicht so, wie du siehst, einfach eine super romantische Idee. Und wurde die Lehrerin schon flachgelegt? Okay. Nee, Alter. Georgs Pullout-Game too strong. Er hat weggezogen. Natürlich war es nicht okay. Der Typ ist voll der Romantiker, aber auch voll der Psychopath. Ja, so wie ein anständiger Mann halt nun mal ist. Romantiker, aber auch gestört. Okay, wie Zeus Cheyenne seine Liebe gestanden hat. Eigentlich war es einfach nur überromantisch und hilflos. Überromantisch. Aber naja, ich habe irgendwie Mitleid mit ihm. Ich weiß echt nicht, was er jetzt für den Fotowettbewerb vorhat. Aber ich frage am besten auch nicht genau nach. Nee, ja. So, die lege ich noch einmal mit dazu. Kommst du auch vor dort? Nein, leider nicht. Ich wäre so gern Teil von dieser Crew. Kann ich das anziehen? Also sieht das in Ordnung aus? Ja, sieht super aus. Danke, ich bin echt aufgeregt. Ja, glaube ich. Ich muss jetzt leider aber auch schon wieder los, weil ich muss auch noch meine Fotos für den Fotowettbewerb machen. Ja, verstehe. Mit Joost, ja. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du mir so viel geholfen hast. Gerne. Klar, Ehre, Ehre. Kommst du hier durch? Ja, klar. Viel Glück. Danke dir. Dir auch viel Erfolg. Danke. Was macht der jetzt, Alter? Setzt er sich jetzt in die Badewanne mit dem Toaster oder was? Was ist sein Plan? Mega romantisch auch mit dem Dogtag. Hey, Jolene. Hi. Oh! Jolene ist zurück, Leute! Oh! Cool, dass du da bist. Ja. Ja, ja, setz dich gerne. Ich hab schon alles aufgebaut und vorbereitet für den Fotowettbewerb. Also wir können gleich dann Fotos machen. Ja. Mega. Kann echt schöne Fotos Sehr machen. Sehr gut, ja. Ey. Kenneth ist so ein anhänglicher Vollidiot, wirklich. Deswegen bin ich zurückgekommen und weil Stanley mir nicht mehr antwortet. Okay, krass. Weißt du da irgendwas vielleicht? Nee, aber... Oh weia, Alter. Ja. Oh mein Gott, Digga, die kommt nur für den Fotowettbewerb zurück, die Fame-Geile. Ja, aber sie will halt ein paar schöne Fotos machen, weißt du, mit Berufs-Julienko, mit Berufsromantiker Julienko 2.0. Ja, da kann man nicht anders, Alter, da muss man auf jeden Fall ein paar geile Fotos machen. Ich muss gewinnen. Ja. Man sieht den Kameramann in der Dusche. Man sieht den Kameramann ständig, Alter, das ist krass Klassenfahrt, was erwartest du? Ich muss das den anderen heimzahlen. Ich glaube, wir können ein richtig schönes Foto machen. Denke ich auch. Ja, ich glaube auch. Komm mal mit, ich hab alles aufgebaut. Okay. Ja, okay. Geh gern vor. Ist halt vielleicht ein bisschen seltsam, dass wir jetzt ins Badezimmer gehen, aber komm, also ist super, es wird ein geiles Foto für uns. Ah. Ja, ich hab da drin schon alles aufgebaut, die Fotos. Ja, du kannst gerne vorgehen. Okay. Was ist das denn? Was ist das hier? Naja, für den Wettbewerb. Oh weia, Alter, das funktioniert schon mal gar nicht. Ich habe keine Lust auf so eine Pornoscheiße hier. Nein. Ist doch keine Pornoscheiße. Was soll denn das? Nur weil da jetzt 3-4 etwas längere Gummidödel liegen und eine Tube Gleitgel. Das ist ja keine Porno. Also, jetzt entspann dich doch mal, Jolene. Komm mal runter jetzt. Das ist doch Kunst, also wirklich. Das ist Kunst. Ja, wie im ganzen Film. Jetzt filmen sie da drauf, da liegt einfach so eine fette Salami und so 16 Buttplugs. Ist Kunst, ja. Das ist doch super romantisch, wenn wir da unser Bild machen. Naja, wir wollen doch den Wettbewerb gewinnen, oder nicht? Ja. Ja. Und dann habe ich mir halt überlegt, dass wir so ein super romantisches Bild machen.
Also erst habe ich mich voll gewundert, was das Ganze mit den Kerzen und Rosen soll. Mhm. Aber dann habe ich es verstanden. Mit Liebe und so. Okay, Jolene war kurz zu Hause und ist scheinbar auf einmal geistig behindert, beziehungsweise echt ziemlich, ziemlich dumm. Ja, warum nicht, ey? Macht sie gut. Und irgendwie ist die Idee auch süß. Okay, ich schwör, ist süß, schwör. Okay. Ich find's so süß, ja. Einmal, ob das mit der Verbindung klappt. Jawohl. Und dann können wir eigentlich auch schon... Oh nein. Bruder. Was machst du jetzt da genau? Naja, also wir müssen ja in die Badewanne steigen, um das Foto zu machen. Und für das Foto, also nur fürs Foto, wenn du kurz in meine Hose fasst, also es ist nur fürs Foto wirklich, ne? Man muss ja nackt sein, ist ja Kunst. Ja. Ja. Aber warum ziehst du dich aus? Ja, wer geht denn angezogen in eine Badewanne? Ja, aber warum hat er sich dann erst ein Hemd angezogen? Das macht dir gar keinen Sinn. Er hat sich extra Mühe gegeben, sucht sich ein Hemd raus. Ja, dann zieht das wieder aus. Das ist ja schwachsinnig. Ach, du willst da nackt reingehen? Nee. Es ist nur Kunst. Ja, also für das Foto. Ist es dein Ernst? Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock auf so einen Pornoscheiß. Nein, ist ja kein Pornoscheiß. Ich meine, kennst du Aktfotografie? Das ist ja so völlig, völlig etabliert. Das macht jeder Künstler. Hm. Ja, aber du und ich nackt in der Badewanne. Ja, also für das Foto, für den Wettbewerb. Das geht auf gar keinen Fall. Hä, warum denn? Ist doch nur fürs Foto. Hä, warum denn nicht? Wir können doch einfach da reinsteigen. Hallo, bist du krank? Das geht nicht. Noch geiler wäre es gewesen, wenn der Typ jetzt einfach Frauenunterwäsche angehabt hätte. Das wäre so nice, Mann. Das geht nicht. Nein, das mache ich nicht. Das kannst du vergessen. Ja, und wenn wir uns sonst nackt reinstellen? Ja. Ja, wir müssen, also, das ist ja... Nein. Aktfotografie, das ist ja Kunst. Ich stelle mich da auf gar keinen Fall nackt mit dir rein. Und das wäre auch super romantisch. Was ist daran denn bitte romantisch? Also für den Wettbewerbsmoment, damit wir... Nein, ich mach da nicht mit. Nee. Okay. Ja, Julien, schade. Also schade, Mann, schade. Nicht, aber wenn du reinsteigst... Aber dann nicht nackt. Angezogen da rein. Wobei? Ja, mit meinem Kleid. Ja, das ist doch mal was anderes. Ja, ist gut. Ich glaube, dann können wir auch gewinnen. Ich nehme einfach die Rose oder so. Also soll ich da jetzt einfach... Ja, steig rein. Okay. Ja, geh mal rein da, komm. Geh rein, komm, auf geht's. Dankeschön. Der Arme, der wird komplett hops genommen. Maximal retarded, was ich mir gerade anschaue. Ist ja mal mega das schöne Foto. Also gerade auch, dass hier noch dieser Lappen in der Dusche liegt und hier die Handtücher so offen rumliegen. Und den Zettel hat er weggefotoshoppt, den er hier gerade dran hatte. Okay, ist ja schon mal ganz süß. Ey, mega das schöne Foto, ganz ehrlich, ey. Auch, dass man da oben im Spiegel nochmal den Kameramann sieht. Das ist auf jeden Fall ein absolut geiles, also das ist ein echt geiles, geiles Foto. Ja doch, das würde ich mir auf jeden Fall ausdrucken. Das gewinnt sicherlich den Fotowettbewerb. Ich muss dir was beichten. Oh mein Gott, ich kann gar nicht warten.